Hallo, hier ist Tanja Grundmann von tanja-grundmann.de, der Website für Partnerschaft, toxische Beziehungen und Hochsensibilität. Ich möchte in diesem Video mal etwas näher darauf eingehen, was das Allerwichtigste ist, was man braucht, um aus alten Limitierungen rauszureifen. Die vermaledeiten Muster, die wir alle so gut kennen, wo wir immer wieder gegen dieselbe Wand laufen und nicht wissen, was passiert ist und warum man da nicht raus kann. Und wir haben alle das schon mit Disziplin versucht. Wir haben es versucht mit ganz viel Lesen, ganz viel über mich erfahren und haben halt alle festgestellt, dass früher oder später kommt man da auch an die Grenzen dessen, was das für einen tun kann. Das heißt, es muss noch um was ganz anderes gehen. Der Schlüssel zu jeder Reifung, nenne ich es mal, also das Herausreifen aus Dingen, die uns zwar mal gerettet haben und die uns mal geholfen haben, aber die uns heute im Weg stehen, ist Eigenwahrnehmung. Wir müssen mit der Aufmerksamkeit nach innen, weil das Unbewusste ist innen. Das Unbewusste verbirgt sich in diesem Dialog zwischen Denken und Fühlen, der den ganzen Tag mitläuft, den wir größtenteils gar nicht mitbekommen und dessen Signale oder ich sag mal vielleicht so diese Merkmale, die einen warnen könnten, wo man irgendwie vielleicht merken könnte, ui, jetzt fängt da irgendwas an, ah, da beginnt das, ach, das ist das immer. Das kriegt man nur mit, wenn man mit der Aufmerksamkeit irgendwie bei sich ist. Und ich habe das in einem anderen Video schon erklärt, das ist nichts anderes als Präsenz, dieses Bei-mir-Sein. Und paradoxerweise, wenn ich mich selbst mitbekomme, bekomme ich das Außen viel besser mit. Weil die Welt bildet sich in uns ab. Deswegen muss die Aufmerksamkeit nach innen gehen. Und jeder, der schon mal in einer toxischen Beziehung war, weiß ganz genau, dass das war immer genau das Problem mit so einem narzisstischen Partner, dass man irgendwie wusste, der kriegt gar nicht mit, was der da tut. Ja? Wer schon mal in einer toxischen Partnerschaft war, weiß genau, wie weh einem diese Menschen tun. Und wenn man ihnen das dann sagt, dann wissen die von nichts. Und das wissen die auch oft nicht, weil die das nicht mitbekommen haben. Die kriegen nicht mit, was sie denken, fühlen und was sie eigentlich tun. Ne? Die wissen auch eben nicht, was sie gleich gesagt haben. Ne? Das hängt wiederum damit zusammen, dass sie nicht sehr viel fühlen. Und wenn man nichts fühlt, dann erinnert man sich auch nicht. Dazu ein andermal. Aber dieser Mechanismus, dass egal, was man denen sagt, was sie eben gemacht haben oder gestern oder so, die wissen das schlichtweg nicht. Oder wenn sie sich daran erinnern können, dann ist es eigentlich immer so, dass sie das so Fehler einschätzen. Ach, das war doch nichts. Oder Mann, bist du humorlos. Oder das war gar nicht so gemeint, das war da gar nicht so schlimm. Also da kommt ja alles Mögliche, nur eins nicht, dass man verstanden wird und der andere einem die Last von den Schultern nimmt und sagt, stimmt, da war ich drüber, das tut mir wahnsinnig leid, das wollte ich nicht. Ja? So, und das ist immer ein Mangel an Eigenwahrnehmung. Die kriegen sich schlichtweg nicht mit. Die kriegen nicht mit, was sie tun. Das soll man manchmal nicht für möglich halten. Also vor allen Dingen, wenn man eben das Gegenüber ist, was sich selber mehr mitbekommt. Oder auch imstande ist, wenn das mal natürlich auch passiert ist, dass man sich nicht mitbekommen hat, dass man aber da dran kommt. Ne? Dass man also in der Reflexion, in der Rückschau wieder da dran kommt. Ne? Dass man vielleicht denkt, ja stimmt, das könnte irgendwie einen Unterton gehabt haben, was ich da gesagt habe. Stimmt, da war ich ein bisschen gereizt. Ah, ich habe gedacht, das merkt man mich nicht, aber das merkt man offenbar doch. So, und zu dieser Reflexion und Genauigkeit, zu diesem genauen Schauen und dieser genauen Wahrnehmung oder dieses genaue sich erinnern, sind Menschen, die sich selber nicht fühlen, so gut wie gar nicht fähig. Und wir wissen ganz genau, wenn die sich fühlen würden, dann wären die zu solchen Dingen überhaupt nicht fähig, die sie uns als hochsensibel und vielleicht schon mal angetan haben oder was sie uns schon mal zugemutet haben. Das geht nur, wenn man das gar nicht mitbekommt. Und das erklärt dann auch, warum die das nicht verstehen, wenn man es ihnen erklärt. Da ist nichts. Da ist keine Wahrnehmung für da. Da fehlen einfach die Wahrnehmungsorgane. Und das ist ein anderes Wahrnehmungsspektrum, was die haben. Und das heißt also, daher wissen wir sozusagen, dass Eigenwahrnehmung für irgendwas der Schlüssel sein muss. Ja, und das ist auch so. Eigenwahrnehmung passiert immer dann, wenn ich mitbekomme, was ich gerade gedacht oder gefühlt habe, oder beides, das ist ja ein konstanter Dialog, das ist immer in Wechselwirkung.
Und wenn ich diesen Augenblick, die Zeit stillstehen lasse und in meinem Inneren verweile, dabei kann man sehr wohl die Augen aufhaben und alles sehen und alles hören, aber das ist ein kleiner Moment, wo man bei sich ist und aufhört, gegen das, was man wahrnimmt, zu kämpfen. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Und diese eine Sekunde, die kann alles verändern. Damit ändert sich nämlich deine Drehzahl. Das ist etwas, was uns in eine andere Frequenz versetzt und in eine andere Wachheit versetzt. Und mancher wird dann schon gemerkt haben, dass, wenn man einen Augenblick bei sich war, dass der übernächste Gedanke wieder konstruktiver wird. Also man kann so aus jedem Gedankenkarussell, aus jedem inneren Wahnsinn auch immer wieder mal aussteigen, indem man sich das bewusst macht, was gerade in einem los ist. So, und wie gesagt, dafür muss man sich selber wahrnehmen können. So was braucht man dafür. Das kann man unter Umständen nicht sofort aus dem Stand. Ich kann mich selbst noch ganz gut daran erinnern, dass ich sowas mit Mitte 20 irgendwie geahnt habe oder vielleicht sogar wusste, dass das nötig ist. Aber ich konnte das nicht. Mein Verstand war zu aktiv, der war zu laut. Der hat mir gesagt, jetzt musst du das und das. Und dann, ne, dann war die nächste Party dran und dann war wieder irgendwas. Und also ich kam gar nicht da rein. Und ja, was bringt uns dahin? Das kann mal Meditation sein. Das ist wichtig, alles, was dich darin unterstützt, die mit der Aufmerksamkeit nach innen zu gehen, ist absolut willkommen. Man kann anfangen, seine Atmung zu beobachten. Das wird ein ganzes Leben verändern. Man kann Yoga machen. Yoga allerdings bitte als Meditationstechnik und nicht als Sport. Ich erinnere mich an meine erste Yoga-Lehrerin. Die hat sehr dafür gesorgt, dass wir sehr bewusst in diese Asanas reingehen. Also körperbewusst, dass wir unseren Körper wahrnehmen. Dass wir sehr bewusst in diese Asanas reingehen. Die Wirbelsäule betrachten, die Atmung betrachten. Ich höre sie heute noch. Und genauso bewusst auch wieder aus dieser Position wieder rausgehen. Und Sinn und Zweck ist am Ende des Tages, dass erstmal eine Körperbewusstheit entsteht. Das heißt, ein Teil von unserer Aufmerksamkeit bleibt beim Körper, was wahnsinnig wichtig ist, denn eigentlich spielt da die Musik. Und nachher bekommen wir dann auch, das überträgt sich, bekommen wir unser Denken und Fühlen und Handeln viel besser mit. Das sind Dinge, die Aufmerksamkeit nach innen holen. Was holt die Aufmerksamkeit noch nach innen? Das ist Schmerz. Jeder, der schon mal Schmerz, einen echten, tiefen Schmerz erlebt hat, weil eine Liebesbeziehung auseinandergegangen ist, man verlassen wurde, jemand gestorben ist, an dem man gehangen hat, irgendwas Fundamentales, sage ich mal so, weggekommen ist, also etwas, auf das man hat verzichten müssen, was weiß ich, ein Pianist, der plötzlich Arthrose bekommt und nicht mehr Klavier spielen kann. All das kann einen existenziellen, ganz, ganz tiefen Schmerz auslösen. Und wer den schon mal erlebt hat, weiß, dass man diesem Schmerz überhaupt nicht entweichen kann. Das heißt, alles, was man tut, um den loszuwerden, macht ihn eigentlich noch schlimmer. Das ist der Schmerz, den man braucht, um überhaupt dauerhaft in diese Eigenwahrnehmung finden zu können. Ich vergleiche das gerne schon mal mit so einem Schuhlöffel. Der Schmerz bringt meine Aufmerksamkeit, der zwingt mich nach innen, der zwingt mich im Grunde, ihn zu fühlen. Ihn und nichts anderes. Und manchmal kann man da nichts anderes machen, als sich hinzulegen, die Augen zu schließen und einfach nur zu fühlen. Und jeder, der das kennt und schon mal gemacht hat, weiß, dass das auch die einzige Entlastung ist, die man bekommen kann, indem man aufhört, dagegen zu kämpfen. Und das ist auch Sinn und Zweck von Schmerz. Der Schmerz geht wieder weg, das ist der Schuhlöffel. Der sorgt dafür, dass meine Aufmerksamkeit, mein Aufmerksamkeitsschwerpunkt, dauerhaft ein Stück nach innen versetzt wird. Und wenn das passiert ist, dann verschwindet der Schmerz wieder. Dann bleibt aber ein Stück Aufmerksamkeit wieder näher bei mir. So, und ich war selber dazu zum Beispiel gar nicht fähig in meinen 20ern, wusste aber, dass das nötig ist. Gut, dann kam ein Schmerz, dann kam noch ein Schmerz, dann kam noch einer. Und irgendwann, ne, ich habe auch damit gehadert, wie die meisten, und habe das nicht verstanden. Das kann man, während man das erlebt, kann man, natürlich hat man so ein integrales Bild nicht. Man hat wohl manchmal eine Ahnung davon, dass dieser Schmerz zu etwas gut ist, und das ist auch so. Und wenn ein bestimmtes Maß an Eigenwahrnehmung, an Präsenz, man kann das Präsenz nennen, man ist dann da.
wenn ein bestimmtes Maß an Präsenz da ist, dann braucht man Schmerz nicht mehr. Und in dieser Form, wie man ihn vielleicht kennt, hört er dann auch auf. Also diese Art des Leidens, die hört auf. Und die besteht ganz stark auch darin, dass man sich dagegen wehrt. So, und diese Eigenwahrnehmung, die brauchen wir. Jeder, der weiterkommen will, der braucht das. Es muss nicht durch Schmerz kommen, es kann auch durch eine tiefe Meditation oder, wie gesagt, also ich kann jedem nur empfehlen, anzufangen, die Atmung zu beobachten. Das holt auch die Aufmerksamkeit immer mehr nach innen und das macht was mit der Atmung. Also es hat mannigfache Effekte und man braucht ein bisschen Zeit dafür, man braucht einen starken Willen dafür, man muss das wollen, man muss ganz klar haben, wo man hin will, also dass man die Nase voll hat von fruchtlosen Versuchen im Außen irgendwas zu inszenieren und auch zu versuchen, sich alleine durch äußere Inszenierungen glücklich machen zu wollen. Jeder, der das ein paar Mal versucht hat, weiß, dass das nicht funktioniert. Es gibt dieses Glück, aber es geht nun mal anders. Es geht nach innen und nicht nach außen. Und das Außen braucht man sich gar nicht so zu sorgen. Das kommt schon alles in Ordnung. Aber wir müssen erstmal tatsächlich dahin, wo das Leben uns eigentlich hindrücken will, mit der Aufmerksamkeit nach innen. Und das Unbewusste, was sich in diesem konstanten Dialog vom Denken und Fühlen verbirgt, da gibt es noch eine weitere Ebene, das sind die Projektionsflächen unter dem Fühlen, dazu ein andermal. Dieses Zusammenspiel dieser Komponenten kann nur Automatismen immer wieder neu reproduzieren, denen wir dann nicht entkommen, solange das im Unbewussten agiert. Deswegen ist unser Überlebenssystem komplett unbewusst, weil wenn wir anfangen, das zu sehen, fängt es an, sich zu verändern. Es kann sich nur ändern, was wir sehen. Deswegen müssen wir da hinschauen. Und wir müssen anfangen zu wissen, was wir denken und fühlen. Und wir müssen irgendwann mal sehen, in was für Kategorien wir denken. Ne? Das, wie der Verstand eigentlich wirklich funktioniert. Was der eigentlich für Ideen produziert, durch was für Filter wir auch wahrnehmen. Was unser Verstand von vornherein ausklammert. Ganz viele Optionen. Also wenn wir viele Schuldgefühle haben, wenn Menschen sehr viel unter toxischer Scham leiden und so halb verborgene Ängste haben, die uns steuern, dann denken wir durch ganz bestimmte Filter. Dann kommt der Verstand immer nur auf dieselben Interpretationsmöglichkeiten und nicht auf die ganze Bandbreite. Und diese, ich sag mal, Schmalspurinterpretationen, die ein Verstand auf Emotionen produziert, die sind nur dazu da, um das Rädchen am Laufen zu halten, aber ganz bestimmt nicht, um weiterzukommen oder um uns, ich sag mal, wirklich gehaltvolle Antworten zu geben oder um um aus Limitierungen auszubrechen und um auch in diese Selbstbeobachtung zu finden. Das ist alles dazu da, um uns in einer gewissen Blindheit, ich nenne es gerne Umnachtung, um uns in einer gewissen Umnachtung zu halten. Warum? Weil das Unbewusste, wenn da das Überlebenssystem drin ist, das muss im Unbewussten bleiben, weil wie gesagt, wenn ich anfange, das zu sehen, fängt es an, sich zu bewegen und zu verändern. Das weiß also im Grunde, dass es mein Wachwerden nicht überleben wird. Deswegen hält mich das erstmal im Halbschlaf, damit ich nicht wach werde. Und das klingt jetzt ziemlich kompliziert und das kann auch, wenn man anfängt, diesen Dingen auf die Spur zu kommen, kann einen das auch ein bisschen irre machen, weil natürlich, ne, das Denken zu beobachten und dann auch noch zu unterscheiden, was davon ist irgendwie, was gehört zu den Mustern und was ist eigentlich konstruktiveres Denken, das kann man erstmal gar nicht. Aber das kommt einem irgendwann alles von selber entgegen. Unser Job ist es, nur nach innen zu gucken und uns die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit sagen, das ist die zweite wichtige Komponente. Ich muss irgendwann rauskriegen, was unter meinen immer gleichen Storys sitzt. Also Beispiel, ne? Man ist vielleicht mit einem Mann verbunden, der nicht richtig verbindlich wird und der ihn eigentlich nur verletzt. Und das kennen auch viele von uns. Man schaut Jahre später mal zurück und denkt, boah, das hätte sowieso nicht gepasst, das wäre sowieso nicht gut gegangen. Und während man aber da drin hängt, ne,
kann es passieren, dass man den, je weniger der will, dass man selber den immer mehr will. Und dann kommen solche Denkfiguren zustande, wie dass man gebetsmühlenartig im Verstand wiederholt, ja, aber ich liebe ihn und ich will mit dem alt werden und das passt so gut und ich liebe den wirklich und ich liebe den total, ich habe noch nie so geliebt. Und wenn man dann aber mal ganz genau schaut, dann findet man noch ganz andere Sachen. Dann findet man vielleicht, wie sehr man sich anpasst, um diesem Mann zu gefallen, wie sehr man sich zurücknimmt, um nicht zu eckig zu sein, wie sehr man fürchtet, zu viel zu sein, wie groß die Angst ist, ihn ganz zu verlieren. Wenn ich ihn schon nicht ganz haben kann, dann will ich ihn wenigstens nicht verlieren. Da sind Tonnen von Angst, die das Verhalten steuern. Tonnen von Angst, nicht zu genügen, nicht anerkannt zu werden in dem, was man wirklich ist. Gleichzeitig versteckt man sich aber und versteckt die eigenen Konturen, eben um nicht zu edgy zu sein, und wünscht sich nichts mehr, als wahrgenommen zu werden, was man aber, wie gesagt, selber gerade verhindert. Das sind alles Doppelt- und Dreifachbürdigkeiten, die muss man sehen. Weil in Wirklichkeit, die wirklichen Gefühle sind nicht echte Liebe, sondern die wirklichen Gefühle sind Tonnen von Angst. Tonnen von Angst vor Zurückweisung und nicht zu genügen. Das sind die wirklichen Gefühle und da sowas drunter. Und wenn wir uns da nicht die Wahrheit sagen, dann dominiert das die ganze Zeit die Mechanismen, die diese Beziehung sozusagen weiter erhalten. Es geht nicht darum, dass man da aussteigen muss, das kann man sich selbst überlassen. Man muss sich erstmal die Wahrheit sagen und was dann passiert ist, das nüchtert sich dann runter. Das wird so ein bisschen kalt, das wird so ein bisschen so sonntagsmorgens kalte Kneipe oder sowas. Das ist so, der Wahnsinn geht raus. Also das extrem Tolle, aber auch der Schmerz. Also diese extreme Hoch-Tief-Dynamik, die flacht sich ab, weil wenn ich anfange zu sehen, wie meine wirklichen Gefühle aussehen, das wird mich sofort in eine andere Präsenz bringen. Das wird mich sofort wach machen, wenn ich mit diesen Menschen wieder zu tun habe, sodass ich im Augenblick selber fühle, wann das eigentlich möglicherweise gar nicht so richtig stimmt, was ich da meine zu fühlen. Und diese Wachheit verhindert, dass ich dann diesem extremen Hochgefühl aufsitze, weil ich weiß, dass das am Ende wieder nur Schmerz produziert. Warum? Weil ich nicht ehrlich zu mir selber war. Da kann keiner was für übrigens an dieser Stelle, ja? Es geht nicht darum, sich dafür anzuklagen. Auch da gibt es Gründe für und das will auch verstanden werden. Da müssen wir ganz, ganz, ganz mild mit uns umgehen. Aber wir müssen uns die Wahrheit sagen. So, und dieser Pleasure-Pain-Komplex, dieses euphorische und dann dieses Absacken in diesen grenzenlosen Schmerz, das hört auf, wenn wir auf das Euphorische im Grunde verzichten, weil wir wissen, dass das so nicht ganz stimmt, dass da irgendwas schief hängt und dass dieser Mensch eigentlich mit seinem Verhalten überhaupt nicht zu diesen extremen Gefühlen passt. So das mal so als kleines Beispiel, wie sowas funktioniert. Also wenn ich dann anfange, mir selbst die Wahrheit zu sagen und mir meine wirklichen Gefühle einzugestehen, das ist der erste Schritt, wieder auf mich selbst zu und aus diesem Selbstverlust rauszukommen. Das heißt, ich bekomme erstmal wieder, auch wenn es gerade in mir vielleicht ein bisschen ungemütlich ist, weil ich eigentlich ziemlich traurig bin, aber ich bekomme sofort wieder Halt und festen Boden unter den Füßen und verliere mich nicht immer und immer wieder in diesem anderen Menschen und denke dann, ich brauche den. Ne, dann wird gebraucht und alles Mögliche. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Das ist alles Mögliche. Nur Liebe ist das nicht. So, das nur mal als Beispiel. Also wir müssen uns die Wahrheit sagen. Das tut sonst keiner. Wir sind die Einzigen, die das können. Da kommt keiner von außen und sagt, oh, ich sag dir jetzt mal, wie es wirklich ist. Da würde erstmal unser Survival-System, das würde aus der Hose springen und sagen, das höre ich mir aber nicht an. Ne? So, da wird dann erstmal ne, Widerstand geleistet. Aber wenn wir an der Stelle sind, dass wir genug gelitten haben und wirklich, wirklich weiter wollen und wirklich aus diesen Limitierungen und diesem dauernden Schmerz produzieren müssen, in unbewusster Weise, wenn wir da wirklich raus wollen, das ist das, was uns wach macht und was uns in diese Eigenwahrnehmung bringt, die wir brauchen, um weiterzukommen. Weil, falls jetzt irgendwo die Frage auftaucht, ja, aber wenn ich mich wahrnehme, was soll ich denn dann machen? Nichts. Nimm es wahr.
und bleib da einen Augenblick. Du hast es nicht gemacht und du bringst es auch nicht in Ordnung. Das bringt sich selbst in Ordnung, wenn du es siehst. Ich kann an dieser Stelle nur jeden dazu animieren, einladen, das mal auszuprobieren und mal zu schauen, mal tief in sich reinzuspüren, ob das mit dir resoniert, ob du das Gefühl hast, da, ja, kann sein, das kann eigentlich fast nur da weitergehen, oder ob du sagst, da kann ich nichts mit tun oder noch nichts mit tun. Diese tiefe Eigenwahrnehmung, diese Bereitschaft zu sagen, es ist egal, wie es da drin gerade aussieht, ich drehe mich da rein und schaue mir das an. Es wird nicht schlimmer, da kommt nichts Schlimmes, da ist nichts, ne? Da kommt vielleicht, man muss vielleicht mal einen Eimer voll weinen oder sowas. Oder fühlt einfach mal den ganzen Schmerz und fühlt im Körper, wo der eigentlich sitzt, und hört mal völlig auf zu kämpfen. Ne? So, und gibt dem einfach mal Raum, ist er sowieso da. So, und da kann ich nur zu einladen, damit mal zu experimentieren und mal zu gucken, was da passiert. Also ich sage es auch gleich vorweg, wenn da was passieren könnte, dann würde ich solche Videos nicht machen. Da kann nichts passieren. Also die Abwehr und die Widerstände sind sowieso so stark, dass man gar nicht aus dem Stand so ganz tief da reinkommt. Ne? Also wenn man das nicht durch Drogen aushebelt, kann da gar nichts passieren. Dazu haben wir einfach unsere Widerstände, die sorgen schon dafür, dass das sozusagen dieses Fühlen und dieses Sehen sozusagen in dosierter Form geschieht. Deswegen, ne, wenn man mal in sich reinspürt und es wird ein bisschen mulmiger, dann hört man halt wieder auf. Das ist alles nicht schlimm. Aber lass mal einen Augenblick die Zeit stillstehen, wenn du mit der Aufmerksamkeit nach innen gehst. Egal, was du da siehst. Das sind Gedanken, ne, die toben da vielleicht ein bisschen rum. Dann sind da Empfindungen, das sind Gefühle, die sind in deinem Körper. Schau dir das mal an. Und das wird von selber mehr. Und du wirst mit der Zeit merken, wie viel wacher du wirst, wie viel eher du dich merkst, wie viel eher du merkst, wann irgendwas anfängt, was du vielleicht früher erstmal nur im Außen hast wahrnehmen können, ne? Weil wieder jemand verletzt, weil wieder jemand, man wieder wahnsinnig viel Aufwand betrieben hat und null Anerkennung bekommen hat, oder man in eine Beziehung wahnsinnig viel Einsatz gesteckt hat und derjenige behandelt einen nicht angemessen. Wenn man dann mal sieht, wie viel man aus Angst tut und einem die Angst bewusster wird, dann läuft die vielleicht mal eine Zeit lang mit. Das ist nicht schlimm, das ist nur ein Gefühl. Dann bringt sich das selbst in Ordnung. Das ist echt Magic, das macht sich selbst. Wir brauchen uns gar nicht so anzustrengen. Wir müssen in diese Eigenwahrnehmung finden, das heißt, wir müssen bewusster werden. Tu deine Dinge, tu sie bewusster. Und wir müssen mal ein bisschen genauer gucken und uns die Wahrheit sagen, was ist da eigentlich wirklich? Das erstmal dazu, zum Thema Eigenwahrnehmung und Ehrlichkeit zu mir selbst als die ganz wichtigen Bestandteile, die es braucht, um weiterzukommen und aus alten Mustern und auch Traumata rauszureifen. Alles Liebe und bis bald.